Hi, das wird ein Video über die grüne Kiste und darunter versteht man einen Versanddienst oder Lieferdienst, die entweder eine Gemüse-Obst-Abo-Kiste versenden, die grundlegend feststeht, aber auch geändert wird, oder man auch selber online sich einen Warenkorb zusammenstellen kann, den dann einmalig oder wöchentlich oder monatlich sich zusenden lassen kann. Und ich bin da gerade ziemlich begeistert von. Ich habe halt jetzt bisher einmal da bestellt und ich habe drei verschiedene mögliche Lieferanten, wo ich online bestellen könnte. Und ja, ich wollte euch mal kurz erzählen, was das ist und was die Vorteile sind. Und ja, was grundsätzlich ist, habe ich ja erzählt. Und da gibt's, man kann halt online einen Warenkorb zusammenstellen aus Obst, Gemüse, aber auch Getreide. Und ja, grundsätzlich haben die meistens auch halt Tierprodukte. Und die Vorteile, oder ich habe es in irgendeinem anderen Video erstmal gesehen gehabt, diese grüne Kiste. Und grundsätzliche Idee ist, glaube ich, dass man die Sachen halt zugesendet bekommt und man dadurch halt ökologischer einkauft sozusagen, weil die auf einer 20 Kilometer Strecke ca. 30 Haushalte beliefern und dann müssten nicht alle 30 Haushalte, alle 30 Haushalte selber mit dem Auto zum Supermarkt fahren und halt, dass keine Verpackung benötigt wird, weil die halt Entschuldigung, in der grünen Kiste versenden. Ein paar verpackte Sachen werden halt auch verkauft. Es wird auch Tofu verkauft und sowas und es sind halt natürlich schon ein bisschen eingepackt, aber das Obst und Gemüse halt nicht. Außer Gemüse und Tiefkühlobst. Das sind so die beiden grundlegenden Sachen. Das finde ich halt schon mal umweltfreundlicher. Und die Versandkosten, die kosten meistens auch nur so 1,50 € oder 2,50 €. Der weitere Vorteil ist natürlich auch für einen selbst, dass man nicht mehr so oft einkaufen gehen muss oder vielleicht wirklich nur noch extrem selten. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel gar kein Auto, aus Überzeugung auch einfach. Und der nächste Bioladen, also einmal ist das für mich so Sinn, aufwendig mit Rucksack einkaufen zu gehen, besonders wenn ich große Mengen an Obst kaufe. Und Gemüse ist ja auch ziemlich voluminös. Das ist ein weiterer Vorteil, man hat da keinen Stress mehr und man kann dann auch sagen, wenn man jetzt nicht gerade in der Wohnung lebt oder so, dass die das da und da hinstellen können. Da muss man also nicht zwangsweise anwesend sein, wenn die ausliefern. Und ein Hauptgrund war bei mir einfach, dass ich Bio-Krams brauche, haben will, anderes nicht mehr so vertrage. Besonders halt finde ich nirgendwo im Handel so Grünkohl und sowas, aber auch kein nicht groß Bio-Gemüse, frisches und Bio-Obst außer Bananen jetzt. Und der nächste Bioladen ist halt, den muss ich halt auch mit Fahrrad hin, der ist 16 Kilometer entfernt. Habe ich in drei Richtungen, habe ich jeweils einen Bioladen, alle sind 16 Kilometer entfernt. Da habe ich dann auch keine Lust zu, besonders wenn ich den ganzen Sport schon mache. Dann noch 20 Kilometer zusätzlich mit Fahrrad zu fahren und dann mit so einer Last auch noch. Das war schon einfach und die Sachen, ich erzähle jetzt mal ein bisschen was dazu, sind auch gar nicht teurer als im Bioladen. Teilweise sogar günstiger. Also ich habe jetzt zum Beispiel drei Höfe, die in dem Gebiet liefern, die ich gefunden habe. Beziehungsweise sind zwei Demeter-Höfe. Also das Video wird dann jetzt auch gleich noch um diese Demeter-Höfe gehen. Und einmal ja, ein Unternehmen sozusagen mit der grünen Kiste, die sich selber dann also es ist dann sozusagen Zwischenhändler, die sich selber von Demeter-Höfen beliefern lassen. Aber auch von Biobäckereien und das dann versenden wiederum. Aber die Demeterhöfe machen das eigentlich, ist eigentlich das gleiche, quasi, weil die sich auch von anderen Höfen
aber nicht so sehr von anderen Höfen, aber auch von einer Bio-Bäckerei beliefern lassen und das dann weiter versenden. Und halt aber auch importieren, also zum Beispiel Bananen oder sowas. Und die Bio-Bananen da bei einem Hof kosten auch zum Beispiel 1,80 € pro Kilo. Und das der gleiche Preis wie bei mir im Netto und 10 Cent teurer wie im Aldi in Bio-Qualität. Aber die Bananen sind dann jetzt nicht Demeter-Qualität. Ich habe da jetzt bei den drei Höfen keine Demeter-Qualität gefunden. Bei den Bananen. Also ist nicht viel teurer und dann habe ich halt die ganze Verpackung nicht, weil ich Bananen halt auch in Massen kaufe. So, was habe ich hier noch stehen? Ja, die Produkte sind halt alle Bio und oft ist halt wirklich Demeter-Qualität. Ich alles erzählt. Hab ich glaube ich auch schon erzählt, dass der Warenkorb, wenn man den einmal einstellt, dann bleibt er einfach und dann, außer wenn man einstellt einmalig, aber wenn man einstellt wöchentlich, dann bleibt der Warenkorb. Man kann aber bis zu einem Tag vorher immer noch verändern, dann wird das halt so zugeschickt und abgebucht vom Konto. Genau, und die Auswahl ist auch größer als im normalen Bioladen, ist auch noch ein Vorteil. Und die Lebensmittel, die vom Hof verkauft werden, sind natürlich dann regional und damit sehr umweltschonend und halt in Demeter-Qualität bei den Demeter-Höfen. Man unterstützt dann auch solche kleinen dezentralen Unternehmen. Die regionale Produkte sind auch meistens sehr günstig. Zum Beispiel gibt es bei den Demeter-Höfen für ein Kilo dieser regionalen Kartoffeln für 1,20 €, also pro Kilo. Und das ist natürlich auch logischerweise noch Fairtrade. Also Fairtrade, Demeter-Qualität, also die beste Bio-Qualität regional. Man unterstützt diese Unternehmen, man kriegt das direkt nach Hause geliefert, es ist umweltschonend, keine großen Verpackungen, günstig, eine große Auswahl. Also es hat eigentlich nur Vorteile. Ich kannte sowas vorher eigentlich gar nicht, dass es sowas gibt, dass das auch ausgeliefert wird. Ich kannte nur, dass es halt so ein paar Höfe gibt, wo man dann mal hinfahren kann. Da gibt es dann Kartoffeln und Zwiebeln, mehr nicht. Aber dass die dann auch so eine hohe Auswahl haben, finde ich auch ziemlich geil. Also ein Kilo Kartoffeln für 1,20 € in bester Qualität, regional und so weiter. Im Netto zum Beispiel zahle ich für 1,5 Kilo Kartoffeln 2 €. Also, und das hier wären auf 1,5 Kilo hochgerechnet 1,80 €. Das ist sogar noch günstiger. Und die Produkte sind halt meistens alle frisch. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt und Vorteil, also besonders beim Obst und Gemüse halt. Aber das Obst ist dann halt so frisch, dass es noch nicht reif ist meistens. Und das ein Problem ist auch bei Obst, besonders auch bei Bananen, wenn die unreif gepflückt werden, was halt immer so ist. Sonst würden die, ja, eigentlich würden die nicht, könnte man halt auch reif ernten und hierhin verschicken, dann wären die immer noch nicht überreif, aber dann würden die nicht mehr gekauft werden, weil mit braunen Punkten ist ja nicht schön für die Leute. Aber wenn die halt unreif gepflückt werden, dann erhalten die nie ihren natürlichen Zuckergehalt. Das ist ein Problem. Ja, man muss auch für spezielle Lebensmittel halt nicht immer im Bioladen fahren, falls man überhaupt einen in der Nähe hat. Das war bei mir halt so der Punkt, zum Beispiel für Quinoa, Amaranth, Buchweizen oder so, das kriege ich jetzt nicht im Aldi oder sowas. Und die haben halt oft auch selbst hergestellten Apfelsaft für 1,70 € pro Liter. Und ich kann mal kurz in. Also ich habe hier noch ganz viele andere Tabs offen mit Höfen, das sind dann Biolandhöfe, das ist auch halt so eine Biomarke, aber Demeter ist ein bisschen besser, habe ich zumindest gehört. Ich logge mich mal hier kurz ein, weil ich zum Beispiel auf meinem Merkzettel stehen habe. Login. Warum ist er fehlgeschlagen? Ein X vergessen gehabt. Meine Merkliste. Genau.
Die sind gerade Bananen noch halt im Angebot. Normalerweise kosten die 2 Euro pro Kilo, jetzt 1,80 Euro. Und dann, was ich besonders suche und immer gesucht habe, ist Grünkohl. Ist halt so das gesündeste Gemüse, was auf diesem Planeten existiert. Besonders auch wegen dem hohen Kalziumgehalt. Den finde ich frisch nirgends, außer vielleicht auf dem Wochenmarkt und in Bioqualität. Auch nicht auf dem Wochenmarkt, nicht in Supermärkten, aber auch nicht in Biomärkten meistens. Und ja, so entweder Grünkohl oder Spinat, das brauche ich auf jeden Fall in meiner Ernährung. Ich könnte auch jedes andere grünes Blattgemüse nehmen oder Salat nehmen oder sowas. Aber erstens ist der ganze Salat besonders, der wird besonders gespritzt, wenn er halt nicht bio ist. Und zweitens, da sind auch nicht so viele Nährstoffe drin wie jetzt in Grünkohl und Spinat. Und Grünkohl kostet jetzt nicht so viel mehr als die gleiche Menge an Salat. Und der Kalziumgehalt ist meistens viermal so hoch und der andere Nährstoffgehalt auch. Und also für einen Leistungssport ist das halt schon ganz praktisch. Besonders halt mit dem Kalzium und zusammen, im Zusammenhang mit Laufsport. Also kostet jetzt 4 Euro für ein ganzes Kilo. Und ein ganzes Kilo ist breiter noch, als ich jetzt hier zeige. Ungefähr, die Hand muss ich nehmen, ist alles spiegelverkehrt. Ungefähr so breit und keine Ahnung, ich glaube, so hoch oder so was. Ist halt ziemlich voluminös, der Grünkohl. Also für ein ganzes Kilo dann 4 Euro finde ich für Gemüse ziemlich geil, weil da interessieren mich halt sowieso nur die Mikronährstoffe, also Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und sowas. Und dann gibt es hier, und das ist auch regional, der Grünkohl, die Kiwi, also hier sind gerade Kiwis im Angebot für 22 Cent pro Stück, Bio-Kiwis. Das finde ich auch mega geil und günstig. Eine Kokosnuss wollte ich mir mal bestellen zum Probieren, 2 Euro für eine richtig fette Kokosnuss. Orangen kosten hier auch 2 Euro pro Kilo. Das ist schon recht teuer, da kann ich mir nicht so viel von holen, aber ich liebe einfach Orangen. Orangen sind auch sehr hoch im Kalziumanteil übrigens. Okay, Backhefe und sowas habe ich hier drin, also sowas gibt es auch. Demeter Apfelsaft, auch regional, direkt vom Hof. Für 1,70 € pro Liter ist dann in so entweder in Glasflaschen kann man es bestellen oder in Backboxen. Ich weiß aber nicht, ob die eine ob das Plastik da irgendeine Beschichtung hat, die nicht gut ist oder so. Ja, und dann gibt es hier halt mehrere Kartoffelsorten, direkt auch vom Hof regional. 1,20 € pro Kilo. Das ist halt günstiger als in vielen Supermärkten. Hanfsamen habe ich hier drin. Schnellkochpolenta, also Maisgrieß. Tiefgefrorene Bio-Champignons, Hirse. Tiefgefrorener Spinat. Da gibt es auch frischen Spinat, aber der kostet 7 Euro pro Kilo. Das ist mir ein bisschen zu teuer, nehme ich lieber Grünkohl. Aber gefrorener Spinat kostet nur 1,40 € pro 450 Gramm. Jetzt zählt dann wahrscheinlich auch noch das Wasser, weil der eingefroren ist. Aber 1,40 € ist schon mega geil. Dann habe ich noch Tomaten Passata, 1,50 € pro 700 Gramm. Und Tomatenmark habe ich hier. Hefeflocken gibt es da sogar. Dann habe ich nochmal gefrorenen Grünkohl, damit ich ein bisschen auf Lager habe. Ich weiß noch nicht, ob ich komplett auf frischen umsteige. Buchweizen, Sesam, Speisehirse, Senf. Die haben sogar auch Drogeriewaren, Kosmetik, Körperpflege, haben viele Sachen, also alles in Bioqualität und viel in Demeterqualität. Ja, habe ich hier noch was, irgendwas stehen? Ist halt auch sehr viel Auswahl an frischem Gemüse, auch Mangold zum Beispiel. Also ich bevorzuge einfach Grünkohl und das reicht mir dann auch erstmal. Ich bestelle halt erstmal so Basissachen und selbst diese Basissachen sind relativ neu, sag ich mal,
für mich, also Grünkohl habe ich bisher halt einfach nirgendwo gekriegt und auch nie in richtiger Qualität. Und wenn das nicht Bio ist, dann ist das geschwefelt und das macht diesen Schwefel, dieser Schwefel, oder dieses Schwefel, der Schwefel, dieser Schwefel dann wahrscheinlich, macht mich auch ziemlich fertig und außerdem ist das auch nicht gut für die Verdauung. Deswegen, und sowas wie Hirse habe ich auch, glaube ich, sogar noch nie gegessen. Und Mais kriege ich auch letztens erst. Also ich kaufe mir halt erstmal so Basissachen und dann gucke ich dann, ob ich noch sowas wie Kräuter bestelle oder ein spezielles Gemüse oder sowas. Aber ich mache erstmal diese grundlegenden Sachen, diese Grundnahrungsmittel wie Bananen auch zum Beispiel. Und Grünkohl oder Spinat ist für mich auch ein Grundnahrungsmittel. Die haben da auch Gewürze, Backwaren, natürlich Brote, Nudeln. Vegane Produkte haben die auch. Oft haben die auch einen eigenen Reiter für vegane Produkte. Waschmittel, also alles Naturwaren dann auch. Und halt, wie gesagt, ziemlich günstig. Die anderen Vorteile habe ich ja alle schon aufgelistet und ich bin da eigentlich richtig begeistert von. Auch, dass man dann so dezentrale Privatunternehmen, die aus 2 Leuten bestehen oder sowas, und die auch noch so eine coole Arbeit machen, dass die ganzen Bioprodukte sammeln und dann für günstig verkaufen, noch eigene regionale Produkte verkaufen, auch von anliegenden Biobäckereien und sowas. Und ja, dann auch noch ziemlich preiswert sind in meinen Augen. Also ich kann mir das mit meinem 200 € Budget leisten, was ich auch nur habe, weil ich Ernährung halt so eine Grundsäule im Leben sehe, genau wie Bewegung. Und meine finanzielle Kraft halt wirklich erstmal in die wichtigsten, grundlegendsten Sachen reinstecken will, um halt sozusagen auch maximale Ausbeute für einen persönlich von dieser finanziellen Kraft zu erzielen. Das heißt, ich gebe nicht viel für anderes aus, weil mir das einfach total wichtig ist, und ich gebe erst dann für anderes was aus, wenn ich noch was übrig hätte. Und selbst dann ist so viel Konsumieren ja eh nicht so für einen selber auch nicht gut, sag ich mal. Aber das ist weg vom Thema. Na, wie gesagt, ich versuche halt mit 200 € im Monat, was halt natürlich schon relativ viel ist für Lebensmittel, auszukommen. Aber 100% Rohkost ist damit mit wirklich organischen, also Bio-Obst, 100% Bio-Obst, qualitativen Bio-Obst, nicht möglich, besonders nicht als, also wenn man Leistungssport betreiben will und dann 5 bis 6.500 Kalorien am Tag isst, was ich diese Woche noch nicht mache. Diese Woche habe ich mal runtergefahren, um ein bisschen auf den Körper zu hören. Ja, ich schnapp mir gleich 2 Mangos und ein paar Bananen mit Spinat in den Mixer als grünen Smoothie. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ne, das war es eigentlich so zur grünen Kiste und Demeterhöfen, und die gibt's halt eigentlich überall. Da könnt ihr einfach mal recherchieren, beziehungsweise auf die Demeter-Seite gehen, die verlinke ich einfach mal. Und da könnt ihr dann eure Postleitzahl eingeben und dann werden alle im bestimmten angegebenen Umkreis alle Höfe angezeigt, und viele haben davon halt Internetpräsenzen, Internetseiten und auch einen Online-Shop, wo die halt einen eigenen Lieferdienst haben. Und zusätzlich kann man eingeben halt grüne Kiste für den, ja, oder grüne Kiste in dann dem Bereich, wo man wohnt, oder das Bundesland oder den Kreis. Da findet man dann noch zusätzliche. Und dann könnt ihr da einfach mal stöbern, würde ich sagen. Ich finde das ziemlich praktisch. Also es hat eigentlich nur Vorteile und massive Vorteile. Finde ich auch eine ziemlich konsequente Produktion und Handel. Also wie gesagt, ich bin davon extrem begeistert und werde es bei einem zweiten Hof dann einfach mal bestellen. Und ja, so Sachen wie Maisgrieß, Buchweizen und Hirse kriege ich halt auch gar nicht so im Markt, und ich will halt auch sowieso das im Bio haben. Und das ist auch gar nicht mal teuer. Hier zum Beispiel der Maisgrieß kostet nur 1,70 € pro Kilo,
und hat fast 400 Kalorien pro 100 Gramm. Das heißt, bei, oder sind das, nee, 1,70 € pro 500 Gramm kostet das. Das heißt, das sind 2000 Kalorien für 1,70 € und wenn ich jetzt, sage ich mal, 4000 Kalorien am Tag, oder sagen wir zur Einfachheit 3000 Kalorien, also realistisch Hafterigkeit zum, was die meisten halt eher so essen, sage ich mal, 3000 ist natürlich auch zu viel, aber, also für die meisten, meiner Meinung nach nicht, aber die meisten essen nicht so viel. Boah, ich schweife total ab. Also 1,70 € pro 500 Gramm und 500 Gramm sind 2000 Kalorien, das heißt 2,55 € pro Tag. Das wären nur 75 € im Monat, wenn man sich nur davon ernähren würde. Das ist also ziemlich günstig. So Maisgrieß oder Buchweizen oder auch Hirse in Bioqualität. Und wenn man dann halt dazu noch das ganze Obst packt und ein bisschen Gemüse, dann kommt man auf 200 € und dann passt halt auch. Dann kann man 100% Bio leben, 100% vegan sowieso und zu 2/3 bis 3/4 roh vegan. Ich habe halt auch mal Containern versucht und mit noch am Überlegen, aber da gibt es halt nicht so viel Bio-Sachen, die man rauszieht. Da muss man dann schon Geduld haben, aber das werde ich irgendwann nochmal angehen. Ja, das war es, was ich allgemein zur grünen Kiste sagen wollte und vielleicht den einen oder anderen näher bringen konnte, weil sowas hat halt für diese Leute Vorteile und für einen selber mega viele Vorteile. Dann ist man auch nicht in diesen ganzen Supermarkt, Konsumwaren, man macht alles, was die meisten auch machen und so weiter drin, sondern kann hier auf ziemlich einfachen Wege eine vernünftige Entscheidung treffen, sage ich mal so. Und das ist auch ein gutes abschließendes Wort dazu. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.